Herzlich willkommen wieder zurück zu Jadek Bekun 2, meine Damen und Herren. Ich habe okay, die Vögel sind ganz wild unterwegs. Aber so ist es manchmal mit Tieren. So, also, ich habe bei diesem netten Herrn hier drüben, da gab es ja 4 Eier, die ich gucken konnte. Die habe ich mir gekauft. Nice. So, dann habe ich natürlich meine Monster wieder, also verwandelt, offline halt. So, das sind die 4 Eier, die man kaufen kann in dem Shop. Die werde ich jetzt aufmachen. So, also ich habe jedes Monster von mir entwickelt, was ich hatte. Und... Oh! Das ist cool. Das ist ja richtig cool. Nice. Ja, ich habe die weiterentwickelt. Also die ich hatte, außer 2. Also die in der Box waren jetzt. Und die ich auch so hatte. Und das ist... Gut, das weiß ich jetzt nicht, was es sein kann. Das kann eine Schlange sein, oder... Okay... Barret. Das könnte auch eine Krabbe sein. Ich weiß gar nicht, wie das Maximum ist. Ich glaube, das müsste eine... ein kleiner Ozelotl sein. Dann später. Wie ich es mir gedacht habe. Okay, also man kann für jeden Typ eins kaufen. Ist doch schon mal nice. Ja, das müsste so ein Ding sein. So, das müsste jetzt ein gelbes sein. So. Das müsste so ein Hubschrauber sein. Glaube ich. Also das ist, kann man zeigen, das. Genau, das ist mein Flug. Genau, und dann habe ich ja die. Ich habe dann welche umgerüstet auf jeden Fall. Ich habe hier dann noch grüne gefarmt. Ich habe ja dann bei grün trainiert. Das ist nice. Und auch neue Monster und bla bla. Da ist auch inzwischen ein Kampf aufgetaucht. Den ich ja gerne gezeigt hätte, aber. Thank you for coming. May the children of the wood be blessed by Elrin. Aber das ist jetzt ein bisschen. Geht jetzt nicht mehr. Ich habe ja nur so weit gespielt, wie ich konnte. Dann kam wieder eine andere Cutscene und ja. Gut. Also bei Erde habe ich dann bis zu. Wird eine Insel gemacht. Also bis zur 2. Insel habe ich schon mal gemacht. Also von 1 bis zu 3, wenn ich mal durchgehe, bla bla. Und bei der 2. Insel kam dann wieder eine Zwischensequenz mit Schoko, die mit gegen mich kämpfen wollte. Und dann habe ich die halt besiegt. Und ja, gut, ich hätte es gerne gezeigt, aber naja. Das Kampf war jetzt auch nicht so spannend. So, dann habe ich überlegt, warte mal kurz, ich trainiere ja teilweise ja nur Feuermonster. Aber ich habe ja quasi nur C, also ich glaube D-Attacken, die ich lernen kann. Also werde ich jetzt erstmal gepflegt, die 2. Insel, also die Feuerinseln machen, um Attacken zu sammeln. Für meine Feuermonster. Also bessere. Gleichzeitig kann ich die ja so mit trainieren. Und dann, wenn ich die halt aufgelevelt habe, wie ihr sehen könnt, kann ich dann den anderen das andere machen? Und noch mehr Monster tragen und alles drum und dran. So, dann habe ich mich gegen entschieden, die ganzen Monster, die in der Box sind, also nicht alle Monster, die in der Box sind, zu entwickeln.
Mir das kostet zu viel Geld. Hey boy, you ever use any Drac Divine Beasts? I want to try a variety, so I'll use one if I get the chance. Do you know much about Drax? Can't you see from my mask? The ones who dearly love Drax all wear these masks. Drax have good basic abilities, but also excel in their own particular specialties. How about magic? Awesome? Some are good at magic, but they can't use magic or special attacks when their mana points are gone. What's left is their basic attacking power. Drax excel on this point too. In any case, the divine beasts left on the beast amulet to the very end will be Drax. Hier ist nichts. Das ist übelst komisch, dass der. Drax are the best. If you want to be the best beast hunter, master the Drax. Ja, wenn du ein guter Beast Hunter werden willst, musst du mal. Drax are the best. If you want to be the best. Wenn du ein guter Beast Hunter werden willst, musst du die Wachen herrschen. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon meine Anordnung ein bisschen geändert. Richtung zu den Grünen. Rein theoretisch könnte ich schon den Grünen reinnehmen. Um da halt Sachen zu machen. Aber ich werde dann noch warten, bis ich hier den, also noch ein Monster reinnehmen kann. Hab ich. Katzin? Wow, so you managed to make it all the way here? But I was wondering, what is that unusual thing you're wearing? This is the mark of a Pola Pola warrior. What about it? Pola Pola, huh? So are there a lot of warriors like you now? Quah. They're all cowards now. That place is history. All they think about is money, money, money. Doing Kiki Neck and company's bidding. Where has the pride of the Pola Pola warrior gone? The miserable scum. Now you've really got me riled up. Hey, let's do battle. Why? What for? I didn't intend to. Can it? Let's fight. Okay, da hat er uns also herausgefordert. Okay, let's all go. Ready? Let's go. Ach du Scheiße. Ich bin sichtlich überlevelt. Warte, hat nicht geklappt. Hey, you're talking about Pola Pola really messed up my timing. What? Get out of here! The nerve of that guy! What? Why the nerve? Leave me alone! What? Why? Okay, dann krieg ich nichts. Nice. Nee, hier geht kein Weg weiter. Nee, gut.
Wir ziehen den das Kleid komplett durch. Ich hab den komplett weggeschreddert. Aber komplett. Blaue Kippe. Ich möchte ein Geld dafür. Ich habe auch ein paar Kristalle verkauft, denn da ist drum dran, weil. Ich habe durch das Aufleveln von dem Monster auf der Bank so viel Geld ausgegeben, dass ich das auch irgendwie wieder reinholen musste. Deswegen habe ich mich erstmal dagegen entschieden. Auf jeden Fall. Hey, wo kann ich denn mit meinen Augen? Okay, muss ich mal gucken, vielleicht später. Vielleicht kann ich das ja im Bosskampf hier einsetzen. Um meinen Angriff zu stärken für eine kurze Zeit. Mal gucken, was so geht. Hey, that mask. You're good with Drax, right? Hey, where should I place my Drac Divine Beasts? Each beast hunter must decide that himself. What a stupid question. Okay, what do you recommend? Where do you place them? Let's see. They have good health points. So the center of each formation is good. Of course, they have a few special attacks. So the corners of the formation are good too. So what do you mean? Then you can put them anywhere? Yeah, I guess so. It depends on the other divine beasts, too. Oh no, I wish we'd never asked. You just boast about your Drax. A beast hunter must decide his formations himself. No one can teach you. A beast hunter must decide. Das ist ein gelber Drachen, haben wir ja schon gesehen. Also, dass es gelbe Drachen gibt. Lass mich rein. Hey, hey! Why did you become a beast hunter, Wu? I was looking for something. What were you looking for? A coma or something? It was. I was looking for the future while probing the past. My hometown Golem was attacked by locusts of the apocalypse, swallowed by the forest. Why was it destroyed? What did the god of the forest want? I'm sure I'd find the answer if I'd lived in this forest where locusts and divine beasts lived. But even if you figure it out, your hometown won't come back, right? True, but I vowed to find it before I die. Oops, I shouldn't say that. Don't want to feel old. Gets me all gloomy. Okay, wo ist die Nusser? Ich hab schon Blatt gemacht. Gut. Ist echt schade, ey. Das bedeutet, dass ich dann auf jeden Fall
dann bei den Feuern ein bisschen rumlaufen muss, um die Attacken mir zu sammeln, die ich also will und brauche. Raus. Man kann Glück haben, wie bei, wo ich halt offline trainiert habe. Bei Erde, da kamen drei Gegner auf einmal, wo ich dann die Attacken kriegen konnte. Oder man kann Fisch haben wie jetzt, wo man fast gar nichts kriegt. Ja, eindeutig ist zu stark. So, ich bin mal gespannt, welche Attacke es wird. Wenn ich da wieder zurückgehe. Verteidigung. So, 100, also 150 XP ist jetzt, wie ich jetzt nicht so viel. Für meine Monster. Ja, muss man ehrlich sein. Nice. Zwei Monster auf jeder Ebene. Perfekt. Ein Insekt. Eine Feuerwand? Okay. Aber hey, ich beschwere mich nicht. Neue Angriffe für mich. Den ich meine Monster wieder aufrüsten kann. Ich kann dazu noch sagen, dass ich mein Wassermonster, meine Krage, auf die letzte Stufe entwickeln kann. Bloß war mit Oxlotl. Also eine von den zwei Wassermonster auf jeden Fall. Cool, nehme ich mit. Meine Book. Ob ich ja für den Gegner jetzt ja irgendwie groß versteckend oder so. Kommst du, wenn man her? Ja. Oh, der lebt noch. Oh, Fliegenpilz. Pilze gibt es auch in Rot. Und Crit. Nee, ist kein richtiges Wort. Eishroom, okay. Wow, das ist die Hälfte. Und Crit. Okay, jetzt haben wir schon drei neue Attacken, ist doch schon mal gut.
Auf jeden Fall. Ich geh rein. Wechseln wir mal. Muss auch irgendwie die anderen ein bisschen trainieren. Ein ganz kleines bisschen. Welcome. Is this your first time? Huh? I think so. This is a members only arena. You shall fight 3 beast hunters, and if you win, a large prize fund shall be paid. And if you loses? You will not receive prize money, and the rest is the same as an ordinary match in the forest. Oh, so that's it. You making money? Yes, thank you. Anyway, would you care to pay your enrollment fee? Okay, let's do it! Thank you very much. Well then, our number 3 shall be your opponent. Please enjoy yourself. Come this way. Okay, der hat... Okay, Pilze in grün. Wenn die jetzt alle nur 2 Schilder haben, müssen ja für mich jetzt... Dash. Und Crit. Hey, don't run away. Okay. Congratulations. Now, if you try round 2 immediately, the prize money becomes much higher. What will you do? Do you wish to fight? Okay, I'd like to do it. Thank you very much. Now comes round 2. Well then, our number 2 shall be your opponent. Please enjoy yourself. Come this way. Okay. You can win! Hier ist was Falsches. Hier. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Das bringt drin gar nichts, die heilen sich einfach wieder. Agnia. Ich muss zumindest ein bisschen mit MP wieder zurückholen. Ach, heilige Scheiße. Perfekt. So, wir gehen wieder zurück. Aus einem einfachen Grund, für Runde 3 und die MP schon wieder, also die MP dafür schon zu sparen. Deswegen. Ich hoffe, der Kräfte tötet denselben Mann.
Also ich muss das erstmal so durchziehen. Das ging direkt, sehr schön. Bam. Und bam. Wir tauschen wieder. Sehr schön. Congratulations. Now, how about round 3? If you win now, you'll be paid a dreamy amount of prize money. Do you wish to fight? Lass doch, wir gehen rein. I've come this far, so I gotta. Thank you very much. Now comes round 3. Now our number 1 will finally appear. This way, please. Der wird wahrscheinlich auch 5 Monster jetzt haben. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat er keinen Healer. Okay, Tech. Spirit Blast. Das ist kacke. Fuck! Greif mal direkt an. Das wäre natürlich geil gekommen, wenn er das bei der anderen gemacht hätte. Aber das Ding ist durch. Treffen wir alle 3 direkt an. A good man. We hope that you come back soon. Oh no, the money. Oh, die sind sogar alle besiegt. Oh, das ist ja mega scheiße. Das ist richtig scheiße. Also muss ich die Formation umstellen.
Warte, warte, warte. Wenn bei dem Monster weiter am Weg gewesen, hätte ich ihn platt gemacht. Hey there, what you doing around here? Huh? None of your beeswax. Just thinking. Betty's thinking about sneaky, underhanded tactics. Look who's talking. I'm always aiming to be the strongest. Keep talking like that and you won't be popular with girls. I ain't interested. Really? Hey, Kahoo, look at me. Think you can beat me? Da wird er nicht kämpfen jetzt, oder? Vielleicht finde ich ja so einen Raum mit so einer Pflanze. Das wäre es, wenn ich zurückgehe. Das wäre es, wenn ich zurückgehe zum Tempel. Wo meine Monster heilt. Fuck.